Dem Zeitalter der Technik können wir uns nicht mehr entziehen, liebe Zuschauer. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass Ihr Kleiderschrank bei ProSieben bis zum Bersten gefüllt ist. Sie kriegen die Türen ja schon gar nicht mehr zu. Also wurde es Zeit, dass Sie ausmisten, oder? Geht Liebe durch den Magen? Ja. Also bei mir schon. Vielleicht denken Sie nun, puh, ganz schön kompliziert, bis ich meinen Kunden richtig abgesichert habe. Was rätst du all denen, Magdalena, die so einen inneren Schweinehund haben, die den nicht überwinden können und sagen, ach, ich bleib jetzt doch lieber auf dem Sofa, bevor ich mich hier in die Sportschuhe schwinge? Was kann man dagegen tun? Unser Bachelor 2016, Leonard Freier, im Brückencenter Ansbach. 20 Jahre Jubiläum heute zu Shoppingstar 2017 und wir sind alle gespannt, wen du küren wirst, denn du wirst ja da auch Rosen übergeben, wie du es ja schon bei Bachelor gemacht hast. John Davis ist hier die Stimme von Milli Vanilli, hat auch schon mit internationalen Künstlern gearbeitet und er ist einfach großartig. Also John, man kann schon sagen, du bist ein alter Hase im Showgeschäft, oder? Ein Showgeschäft nur. Und wie heißt du? Natascha. Sehr schön. Der oder diejenige, wohin gerichtet wird, bekommt jetzt eine Zipfelmütze. So, jetzt schaut es nochmal an, die Natascha. Ringo? Fertig! Eins, zwei, drei! Was war Natascha? Nochmal herzlichen Applaus für die Schüler und ich sage Ihnen eins, die Jungs sind sogar teilweise an der Nähmaschine gesessen. Da seht ihr mal, was Fußball alles bewirken kann. Herzlich willkommen. Ich bin Natascha Zillner und möchte Ihnen nun das Entertainment Project Number One der Piyamo Invest GmbH vorstellen. Wie war das so und wie geht's Ihnen denn heute? Bei Ihrem gleichnamigen Song Braglol und natürlich der Song, mit dem Sie durchstarten werden, Days of Yesterday zusammen mit John Davis. So, Jungs, wie geht's euch? Jetzt habt ihr ja eigentlich so das Hauptsächliche geschafft. Jetzt fällt euch wahrscheinlich ein Stein vom Herzen, oder? Jetzt ist der große Druck vorbei.